Nicht nur Commodore versuchte, für seine Amiga-Serie, die reichhaltige Welt der PC-Software mittels entsprechender Hardware zu erschließen. Nein, auch andere Hersteller wagten den Sprung auf diesen Zug und zur Zielgruppe dieser Hersteller zählten auch die Homecomputer von Atari. Wenn es einen Prozessor der 68.000er Familie hat und nur irgendwie nach PC-Hardware riecht, dann ist das ein Fall für den Blind German, den ihr ja schon aus den Amiga Bridgeport-Folgen kennt. Auf der Retropulsiv 11.0, welche am 24. und 25. März 2018 in Augsburg stattfand, hielt der Gute einen Vortrag über das Thema der Atari auf dem Weg zum PC und diesen Vortrag findet ihr auch in voller Länge auf dem Yesterchips-Kanal. In dieser Folge hier dreht sich nun alles um die Drittherstellerprodukte für Atari, die vom 8088 bis zum 386er eine zwar übersichtliche, aber nicht minder interessante Produktpalette aufgefahren haben. Im Folgenden werdet ihr von mir nicht viel hören. Ich war auf der Retropulsiv im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Blind Germans Yesterchips. Ey, langsam mal, ja, so weit sind wir hier. Oh, komm, Scheißtrick, mach weiter. Okay, also, ihr habt schon mitbekommen, Mick hat leider heute ziemlich stimmliche Probleme. Aus dem Grund dürft ihr heute bayerischen Klängen lauschen, und zwar quasi die ganze Folge. Dafür geht es heute auch mal um was ganz was anderes, oder auch nicht. Wir beschäftigen uns nämlich heute mal mit dem Atari. Genauer gesagt mit einem Atari Mega ST4, leicht modifiziert. Warum, sage ich dann später. Wir haben einen Umbau auf einen HD-Floppy und da ist so ein komischer Tower zu erkennen. Dieses normale TOS 1.02, das war mir dann ein bisschen zu rudimentär und ich habe das Ganze modifiziert auf TOS 1.04. Aber was bringt uns, vor allem was bringt mich eigentlich zum Atari? Das ist eine ganz gute Frage. Und die Frage lässt sich beantworten mit PC-Emulatoren. Und da gehen wir dann tatsächlich gleich mal los und schauen uns die Sache mal an. Wir starten quasi ein Sidecar, nämlich den externen Supercharger von der Firma Beta Systems, in England vermarktet von der Firma Talon. Es ist ja auch nur ein XT, also bitte ein wenig warten dürfen wir. Wunderbar, er bootet MS-DOS 401. Also wie ich gerade gesagt habe, es ist ein externer PC-Emulator, der einen NEC V30 verwendet, synchron getaktet zum Atari mit 8 MHz und verbaute 1 MB Speicher wirklich für den PC-Emulator zur Verfügung hat. Man könnte da jetzt auch diesen Speicher vom Atari als RAM-Disk benutzen. Der PC-Teil kann auch den Atari-Speicher als RAM-Disk benutzen und so weiter. Das Interessante ist bloß, die beiden laufen wirklich komplett parallel nebenher. Das heißt, ich kann jetzt mit einer Tastenkombination, nämlich Shift, Control und Backspace, zurückschalten und dann bin ich wieder im Atari drin. Könnte jetzt im Atari dann tatsächlich irgendetwas machen, irgendwelche Programme ausführen und kann dann zurückgehen zu meinem Supercharger, und zurückgehen heißt eigentlich nicht wirklich zurückgehen zu dem Zeitpunkt, wo ich rausgesprungen bin, sondern der Supercharger arbeitet tatsächlich auch weiter in der Zwischenzeit, das heißt, die arbeiten komplett parallel. Dieser PC-Emulator war ja auch eigentlich eher dafür vorgesehen, quasi als Art Coprozessor zu funktionieren für den Atari. Es gibt da entsprechende Programmierschnittstellen, damit praktisch der PC-Teil, der Coprozessor-fähig ist, in diesem Fall auch tatsächlich dann Berechnungen durchführt und dass das Ganze dann am Atari letztlich dann weiterverarbeitet werden würde. Und das höchst Interessante, man könnte sogar mehrere dieser Supercharger hintereinander schalten.
Und der Supercharger extern ist was ganz was Interessantes. Warum? Der hängt nämlich an diesem ACSI-Anschluss dran. Ja, also wir kennen ja auch von der Amiga-Welt unterschiedliche Anschlüsse. Wir kennen die Zorro-Angelegenheit, wenn wir uns die Bridgeports anschauen. Wir kennen auch die 68.000er-Sockel-Geschichten. Und wir kennen den internen Traptor vom A500 für das KCS-Power-PC-Board. Und hier ist der Supercharger praktisch der Exot oder der Außergewöhnliche, wenn wir uns das Ganze am Atari anschauen. Denn der hängt an diesem DMA-Anschluss und nichtsdestotrotz, natürlich kann er auf die Festplatte zugreifen. Ihr seht hier schon das C-Doppelpunkt und alles. Und na ja, schauen wir mal schnell, wie schnell der Knabe ist. Er vergleicht sich mit dem XT und kommt ungefähr auf 4,0 an Rechenleistung. Der gute Freund kann CGA und MDA emulieren. Das muss ja ganz allgemein gesprochen, für alle Atari-Emulatoren, die wir heute sehen, muss ja der Atari die Grafik zur Verfügung stellen, weil ich kann ja nicht extra eine weitere Steckkarte, eine ISA-Steckkarte einbauen, wie zum Beispiel bei den Bridgeports. Das heißt, ich muss natürlich schauen, dass ich Atari-konform bleibe von den Grafikmodi und da bleibt nicht allzu viel übrig. Ich kann hochauflösend monochrom arbeiten, also wenn ich einen Monochrom-Monitor, zum Beispiel den SM124 angeschlossen habe, dann habe ich die Monochrom, die Herkules-Grafik zur Verfügung. Oder eben CGA, dann versucht er aus diesen vier Farben vier Graustufen zu machen. Das Ganze geht auch beim Supercharger, bloß nicht bei meinem. Es gibt im Internet auch die ein oder anderen Videos, wo man tatsächlich Spielchen auf dem Supercharger sieht. Grafikmäßig kann ich nicht allzu viel zeigen, weil da schaltet er bei mir bloß auf schwarz. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, warum. Aber rein so, als Arbeitsgerät unter MS-DOS und der MS-DOS 4.0 ist das eine wunderbare Angelegenheit und hier zum Beispiel der Norton Commander in der Version 4.0. So, es gibt neben dem externen Sidecar, wenn wir das mal so bezeichnen wollen, neben dem Supercharger, gibt es auch eine interne Variante, eine interne XT-Variante für den Atari. Das kommt dann von der Firma SAC aus Deutschland. Interessanter Name, sorgt immer wieder für Lacher, zugegeben. Und diese Firma hat eine PC-Speed hergestellt. Und diese PC-Speed kommt einfach auf den 68.000er Prozessor des Atari drauf. Ist in dem Fall bloß immer kleine lästige Lötarbeit, weil in den Ataris ist der 68.000er ja fest verlötet und da sollte man dann einen Sockel auflöten und in diesen Sockel hinein kommt dann tatsächlich diese PC-Speed. Und da ist auch nicht viel drauf. Die wenige Elektronik, die drauf ist, zwei GALs und ein paar andere Bausteine, sorgen dafür, dass dann im Endeffekt auch hier der NEC V30 die Oberhoheit bekommt über den Atari und quasi seinen Wirt regiert und steuert. Und wollen wir den ganzen Freund mal starten. Hier haben wir den PC-Speed. Und los geht's. Jetzt kommt das Umschalten in den PC-Modus. Und leider ein kleiner Nachteil. Ich muss auch tatsächlich, auch, obwohl ich eine Festplatte verwenden kann, ich muss von Diskette booten. Ich habe es bis jetzt leider noch nicht geschafft. Warum auch immer, dass ich eine Partition tatsächlich auf aktiv schalte, dass der gute Freund dann sein MS-DOS auch von der Festplatte bootet. Naja, es ist ja keine unendlich große Einschränkung, ich kann ja dann alles umbiegen, dass ich die Diskette nicht mehr brauche, aber schade ist es trotzdem. Ihr seht auch oben, er hat 704 Kilobyte frei, ich verwende hier den CGA und MDA Modus, im Übrigen auch genauso wie vorher bei unserem externen Supercharger, auch der hatte 704 Kilobyte frei, werden wir heute auch noch öfter sehen, denn in diesem Modus stehen zusammenhängend für MS-DOS nicht nur die altbekannten 640 Kilobyte zur Verfügung, sondern es werden ihm auch noch ein paar weitere Kilobytes, die frei bleiben, wenn ich eben Herkules oder CGA verwende, eingeblendet und geben dann insgesamt diese 44 Kilobyte, diese 704 Kilobyte, das sind eventuell maximal 720 Kilobyte, die er dann tatsächlich verarbeiten kann. Hier im Übrigen ist es auch ein etwas anderer Monochrom-Modus, denn diese PC-Speed, wie auch später die AT-Speed und AT-Speed C16 der Firma SAC, die können auch noch ein paar andere Grafikmodi tatsächlich darstellen. Lassen wir ihn mal booten, dann erzähle ich weiter. Die können natürlich Herkules, die können CGA, das ist klar.
Aber die bieten auch den Olivetti-Modus und der Olivetti-Modus ist ein wunderbarer monochromer Modus. Er bietet nämlich Schwarz-Weiß in 640 auf 400 Bildpunkte und das passt natürlich ideal zu den Atari Monochrom-Monitoren. Auch ist es durchaus möglich, da bin ich mir jetzt bloß tatsächlich bei der PC-Speed nicht ganz sicher, dass im CGA-Modus der Tandy 1000 verwendet werden kann und Tandy 1000 würde dann 16 Farben sogar bieten und damit setzen sich die entsprechenden Karten von SAC von den anderen Konkurrenzprodukten tatsächlich ab, die rein beim CGA-Modus stehen geblieben sind. Tja, auch hier haben wir die Festplatte zur Verfügung. Was machen wir als allererstes? Wir schauen mal, wie schnell das Teil ist. Einmal SI, Pfadangabe war richtig. Was sagt uns Norton Sys-Info? Gut, im Monochrombereich 4,2. Das wäre auch der Wert, wer genau aufgepasst hat. Kleine Ratespielchen müssen sein. Der externe Supercharger lief nämlich im CGA-Modus und da muss dann der Atari selber ein klein wenig mehr berechnen und hat dann keine Zeit mehr, entsprechende BIOS-Funktionen für den PC-Teil quasi schnell zur Verfügung zu stellen. Der wäre nämlich im Monochrom-Modus auch 4,2. CGA hat der Supercharger gerade auf 4,0 geschafft. Das heißt, da sehen wir hier tatsächliche Geschwindigkeitsunterschiede, obwohl es auch die gleiche CPU ist. Und die würden wir auch tatsächlich bei der gleichen PC-Emulatorkarte sehen, wenn ich die Grafikmodi wechsle, weil alle PC-Emulatoren für den Atari haben kein eigenes BIOS. Das heißt, die BIOS-Funktionalitäten der PC-Seite werden vom Atari eingeblendet. Heißt auch, naja, der Atari ist dann ein bisschen beschäftigt, das Ganze zur Verfügung zu stellen, eben der PC-Seite einzublenden. Und auch da haben wir den Fall, wenn der Atari durchaus sehr beschäftigt ist, wenn der eben parallel was arbeiten würde, dann würde die Geschwindigkeit entsprechend nach unten gehen. Gut, ja, dann schauen wir auch mal, was hier dann tatsächlich auf unserer PC-Speed mit 8 MHz läuft. Wir wollen jetzt da keine ausartende Demo-Session tatsächlich machen, aber eine Sache ist immer ganz wichtig. Ja, man muss immer schauen, ist der Klassenfeind wirklich präsent bei der ganzen Geschichte? Und aus dem Grund starten wir mal Windows und da gibt es natürlich die ein oder andere Gedenksekunde, die wir haben. Und irgendwann stellen wir fest, hey, es passiert etwas. Tatsächlich, wir haben hier Windows auf unserem Atari laufen, auf einem XT, auf einem V30. Die Geschwindigkeit ist, ja, ich denke, man kann da schon also ein klein wenig was machen. Vor allem das Wichtigste schauen wir uns gleich mal an. Eine Runde Solitär. Die Maus reagiert tatsächlich leicht verzögert, aber naja, das habe ich schon langsamer gesehen, wenn ich ehrlich bin. Also von dem her, es ist einigermaßen nutzbar. Ich habe natürlich nicht viel Arbeitsspeicher zur Verfügung, aber prinzipiell Windows läuft und auch einfache EXT-Spielchen könnte ich damit tatsächlich an dieser PC-Emulation machen. Tja, also ich habe in der Zwischenzeit mal umgeschaltet quasi und zwar in den Farbmodus vom Atari. Atari Farbe, Atari Monochrom. Naja, der Atari ist von der Funktionsweise her, was die Grafikmodi anbelangt, ganz anders wie der Amiga. Er hat im Prinzip, der ST und Mega ST haben letztlich drei Grafikmodi und wenn man es ganz genau nimmt, sind es sogar bloß zwei. Und zwar haben wir, wie wir vorher gesehen haben, den Monochrom-Modus. Der Monochrom-Modus ist ein 640 auf 400 Bildpunkte-Modus bei 60 Hertz. War damit im Prinzip auch ein wunderbares Bild. Da geht sogar, glaube ich, 70 Hertz rauf. Das war ein flimmerfreies Bild auf dem entsprechenden SM124-Monitor. Und es gibt eben die Farbmodi. Und die Farbmodi sind übersetzt quasi so eine Art CGA-Modi, wenn wir in der PC-Sprache reden. Das heißt, ich habe 640 auf 200 Bildpunkte in vier Farben zur Verfügung am Atari, beziehungsweise habe ich 320 auf 200 Bildpunkte in 16 Farben zur Verfügung. Wir können hier ganz gerne mal diese vier Farb und durchaus, es ist eine PC-Speed, die noch eingebaut ist in meinem Mega ST, diese Unterschiede zeigen und die Unterschiede sind farblich erkennbar, aber nicht nur in der Farbe. Schauen wir es uns mal an. Ich nehme dazu ein Demo von Microprocess F19 her. Da kann man nämlich auch tatsächlich diesen Tandy-Modus dann einstellen. Aber schauen wir erst einmal den CGA-Modus an, vier Farben. Und
da lacht einem das Herz doch, wenn man dieses schöne Magenta, dieses Cyan, dieses Weiß und Schwarz sieht. Was waren das früher für Zeiten, wo man sich mit solchen wenigen Farben bei schlechter Auflösung zufrieden gegeben hat? Das Bild wird aufgebaut, die F19 darf langsam starten. Junge, gib mal Schub und los geht's. Naja, ich hoffe, die F19 ist an sich nicht so ein lahmer Vogel. Aber so langsam, aber sicher setzt sie sich in Bewegung und setzt an zu starten. Unten links sehen wir auf der Map ein paar blinkende Punkte. Wo sind die Feinde und so weiter? Welche Flugzeuge unterwegs sind. Und langsam, aber sicher sollten wir dann auch die Abhebegeschwindigkeit erreichen und los geht's. Hier mal von der Seite eine etwas schwer erkennbare Grafik, aber ja, es ist ein Flugzeug. Schauen wir uns das Ganze mal in 16 Farben an, würde ich sagen. Denn hier Punkt Nummer 3, Tandy 1000, ist genau der Farbmodus, der auch am Atari unter einer PC-Emulation tatsächlich 16 Farben erlaubt. Aber eben nur in einer sehr geringen Auflösung, 320 auf 200. Man sieht auch hier beim Bild schon entsprechend mehr Farben, wenn auch hier das Cyan natürlich noch deutlich, deutlich im Vordergrund steht. Und ja, wir können jetzt eigentlich diese 16-Farb-Grafik ja, so langsam anschauen, wie sie sich aufbaut. Das hat durchaus etwas sehr Beruhigendes, dieses Warten. Ja, und es sind tatsächlich deutlich mehr Farben, die wir sehen. Ob die jetzt da sinnvoll verwendet sind, darüber kann man sich natürlich streiten. Und das Schönste ist allerdings, wie ihr gleich sehen werdet, das Daumenkino. Ah, der gute Freund muss erst noch mal Gas geben, dass wir uns langsam bewegen. Also man sieht hier wirklich, wie das Bild langsam, langsam, langsam aufgebaut wird. Das ist halt leider in keinster Weise spielbar. Es sind zwar 16 Farben, wunderbar, aber ich kann es zumindest bei sowas nicht verwenden. Wenn ich ein mehr statisches Spiel tatsächlich hätte, wäre das durchaus eine Alternative. Aber im Prinzip ist damit die Emulation, die PC-Emulation über die Grenzen hinausgeschossen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt gehen wir langsam Gas und das ist eine Slideshow. So viel jetzt erst einmal zu den XT-Krankheiten, die sich der Atari so zuziehen kann, beziehungsweise die ihm so aufgenötigt werden können. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die etwas schnellere Epidemie, die es hier in diesem Bereich geben kann. Es geht um AT-Geräte, sprich um 286er und sogar um 386er. Und gerade bei den 286ern werden wir auf eine Gerätschaft treffen, die wir erstaunlicherweise genauso in der Hardware 1:1 aus dem Amiga kennen. Bis dahin dann, Adele, ciao und bye bye. Danke fürs Zuschauen. Und natürlich Dankeschön, Blind German, für deinen Einsatz in dieser und in der nächsten Folge. Bis dahin, Servus.